Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Konnemann, man muss nicht hinter allem stehen, was diverse NGOs machen. Aber wenn man die Gemeinnützigkeit von Verbänden und Tierschutzorganisationen in Frage stellt, dann stellt sich für mich die Frage, warum kritisiert man nicht zuallererst die Tat und nicht diejenigen, die die Tat aufdecken? Warum kritisieren Sie dann nicht diejenigen, die nicht richtig kontrollieren? Darum geht es doch an der Stelle. So, Herr Staatssekretär Fuchtel, da ist er noch. Sie haben jetzt viele schöne Worte über den Haushalt verloren. Und Ihre Worte höre ich wohl. 1,5 Milliarden zusätzlich. Ich finde sie aber nicht. Deshalb schöne Worte. Ihre Worte höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Seit 2005 ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unionsgeführt. Und da kommt es jetzt darauf an, dass man nicht mehr lang redet, nicht mehr lang abwartet, Kollege Stegemann, sondern da kommt es jetzt darauf an, dass Butter bei die Fische kommt und nicht erst 2021 irgendetwas fertig wird. Sie liefern stattdessen Überschriften. Große Projekte der Koalition nicht im Haushalt. Endlich eine Agrarwende? Fehlanzeige. Der Haushalt, der macht einfach weiter so wie bisher, volle Kanne in die Sackgasse. Die Ministerin hat die Bienen als Lieblingsthema entdeckt. Das ist schön. Am Sonntag ist Weltbienentag. Am Donnerstag weiht das Bundesministerium im Innenhof Blüten und Blumen ein. Schön, das geht immerhin schon mal über die reine verbale Aufgeschlossenheit hinaus. Aber soll das alles sein? Reicht das aus? Das kann doch nur, ich sag mal, das ist eine schöne Kosmetik, aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Verbot von Neonicotinoiden, ein schöner Anfang, aber nur der erste Schritt. Wer Bienen als Indikator und als Bestandteil unserer Existenzgrundlage von Ökosystemen retten will, der muss mehr liefern. Der muss investieren in Alternativen zu Pestiziden, in die Nutzung von Nützlingen, in die Kombination Digitalisierung und Mischkulturen, in die Züchtung von vor allem Kulturen, die nicht so weit verbreitet sind. Da kann man viel zur Blütenvielfalt tun. Bildet sich nicht im Haushalt ab, Herr Staatssekretär. Im Gegenteil, das Bundessortenamt muss wieder eine weitere Millionenverlust verzeichnen. Die Antwort auf das Insektensterben: beschleunigte Zulassungsverfahren von neuen Pestiziden. Das kann doch nicht der Ernst sein, dass wir immer weitermachen mit dem Teufel- und Belzebub-Spiel. Ansätze gäbe es doch genug. Eine Ackerbaustrategie wurde genannt. Das Bundesprogramm ökologischer Landbau, 50% Aufwuchs, aber ist immer noch bei 50% dessen, was der Deutsche Bauernverband fordert. Da ist Luft nach oben und in der Forschung zumal. Die Ackerbaustrategie 0 Euro im Haushalt, Herr Staatssekretär. Sie verwalten hier den Status quo. Sie blicken nicht auf die Zukunft. Aber die Zukunft, die hat auch eine globale Perspektive. Der FDP rate ich, in die Ressortverteilung reinzugucken. Da steht das Recht auf Nahrung, die Welternährung, beim BML drin. Deshalb ist es richtig, dass sich das BML drum kümmert. Und ich würde mir das, Herr Fuchtel, auch wirklich wünschen. Auch da kein Aufbruch. Staatssekretär Stübgen hat gesagt, das ist ein handlungsleitendes Motiv. Ja, aber wo denn bitte im Haushalt? Die Ministerin predigt oder erklärt Export zum Markenkern der deutschen Agrarwirtschaft. Aber der Export ist kein Mittel gegen den Welthunger. Es ist nicht die Frage, wie ernähren wir die Welt, sondern wie ernährt sich die Welt. Ernährungssouveränität beginnt vor Ort bei den Menschen und Kleinbauern in den Hungerländern. Da geben Sie 5 Millionen drauf für dieses Thema. Chapeau. Bei 6 Milliarden vom ganzen Haushalt. Aber das ist doch ein Mini-Tropfen auf ganz viele, viele heiße Steine. Und da werden wir sehr genau drauf schauen, was damit passiert. Wir werden auch drauf schauen, was wirklich mit dem Thema Ernährung passiert. Was mit dem Thema Ernährung passiert, 2007, mein letzter Punkt, 2007 hat der damalige Gesundheitsminister Seehofer 70 Milliarden Folgekosten aus der Fehlernährung identifiziert. Wo stehen wir heute? Die Ministerin redet von Reduktionsstrategie.
scheidet aber sofort alle anderen Lösungen aus und verweigert den Blick in die Nachbarländer, wo Limosteuer, Ampel und solche Dinge probiert werden. Und da sage ich, das ist Zukunftsvergessen. Lasst uns schauen, was die besten Lösungen sind. Die Nachbarn haben vielleicht auch was drauf. In diesem Sinne, mehr Zukunft in diesem Haushalt. Dankeschön. Nächster Redner ist Arthur Auernhammer für die CSU.